Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 76. Da bin ich mal wieder. Und heute werden wir uns mal, sofern es geht, ohne dass wir Bugs haben, schön an die Story halten. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich das auch schon versprochen. Und da hat das dann nicht funktioniert. Das lag aber überwiegend am Spiel selbst, dadurch, dass wir ja Bugs hatten. Nämlich einmal war ja der Yaogwai-Bär nicht da und einmal war die Todeskralle nicht da. Die habe ich dann kurz offscreen weggemacht. Ich meine, wie die Viecher aussehen, wisst ihr ja. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal um das Supermutantenlager. Das gehört nämlich zur Story mit das fehlende Glied über Rose. Da hatten wir ja aufgehört gehabt. Und ich würde mal sagen, dass wir das jetzt mal weiter verfolgen. Ärgert mich übrigens immer noch ein bisschen. Ich habe jetzt mal das Update abgewartet, bevor ich weiter aufgenommen habe. Und würde sagen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Quests jetzt nicht mehr verbuggt sind. Das würde mich nämlich ultra nerven. Hier ist diese Kaserne, da kann man diese Aufseherin-Quest weitermachen. Da bin ich irgendwie reingestolpert. Aber dann würde ich sagen, hier zum Zentralbahnhof Appalachia. Und wenn ich es richtig sehe, können wir uns dann vielleicht auch mal noch kurz im Greenbrier Hotel umschauen. Wer sich übrigens wundert, warum ich mir mit dem Spiel so viel Zeit lasse, im Let's Play und nicht da durch die Story hetze, wie blöd. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass sowieso irgendjemand anders schneller ist als ich. Und ich lasse mir einfach unfassbar gerne Zeit für Fallout 76, weil ich die Fallout-Reihe einfach super cool finde. Von dem her dauert das bei mir einfach ein bisschen länger. Also gut, dann gehen wir jetzt mal das Lager der Supermutanten infiltrieren. Und schauen uns mal an, was es da zu holen gibt. So, da sehe ich schon einen. Ich weiß ja, dass es Schalldämpfer gibt. Ich habe leider noch keinen. Ich habe auch keinen Bauplan dafür. Boah, Supermutant 28 was? 35 was? Welches Level bin ich nochmal? Ich bin Level... steht nirgends. Aber da ist ein Punkt ungenutzt. Und Punkte regenerieren schneller, ja, das kann ich schaden. Kopf. Naja, geht ja sogar noch. Boah. Nein, Alter, weil ich nachladen musste, hat er mich jetzt erwischt. Das fängt ja gut an heute. Aber gut, ist ja gar kein Problem. Ich hatte nichts Wertvolles dabei. Liegt bloß 5 Meter von mir entfernt. Dann würde ich sagen, puste ich dem jetzt die Rübe schnell vollends weg. Wo sind die jetzt hin? Oh ja, klar, wieder fast full life. Ja gut, wäre auch ein bisschen leicht, wenn ich einfach nur verrecken könnte und dann... Ja, weiter geht's. So. Profi-Aim. Boah, wie schnell regeneriert der Typ denn? Scheint mich aber im Gesamten noch nicht entdeckt zu haben. So, da habe ich jetzt den schon mal ausgeschalten. Also das gibt's ja nicht. So, nochmal einen weg. Die geben aber auch ordentlich EP, habe ich gerade gesehen. 54 Punkte pro Typ, den ich da wegputze.
Raketenwerfer, das ist alles relativ schwer, das brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Oh! Taschen, den nehme ich mit. Den würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen Muni sparen, wenn ich ehrlich bin. Dose. Oh. Mal gucken, haben wir hier Stimpacks drin? Ich habe notorischen Stimpack-Mangel. Notorischen Stimpack-Mangel habe ich. Die fehlen mir durchgehend, das nervt mich ein bisschen. Grundfolgen, gelbe Farbe, Schnapsglas. Was haben Sie denn da gefunden? Ein Raketenwerfer? Damit kann man es bestimmt ziemlich krachen lassen. Behalten Sie, was auch immer Sie gefunden haben. Sie haben es sich verdient. Okay, der nächste Teil wird ein bisschen eklig, aber auch skrupellos, also gefällt er mir. Allerdings dreht sich mir schon der Magen um, wenn ich nur daran denke. Andererseits hatte ich schon lange keinen Hunger mehr, also wer weiß, wie verzweifelt ich wäre, wenn es keine Nahrung mehr gäbe. Ja, ich so wie bei den Gourmets. Sicher, dass ich keinen Wir nannten fressen sie will. So, obwohl sie in Wirklichkeit nur eins waren. Kannibalen. Ich werde sie niemanden verspeisen lassen, aber gehen wir das trotzdem durch. Ich habe eine Gruppe umherziehender wilder Kühe gesehen, die zur Strecke bringen soll. Ich könnte mich anschleichen. Für Zielübungen sind die immer gut. Ich sage nicht, dass das von den Gourmets richtig war, aber niemand musste beim Verspeisen von Menschenfleisch oder Ex-Menschenfleisch Hunger leiden. Benutzen Sie einen Zahnstocher oder so, bevor Sie mich wieder besuchen. Ist, ich will kein verfaultes Kuhlfleisch. Da schaue ich auch mal noch schnell vorbei. Ich habe mittlerweile auch wieder ein bisschen Kohle und so ein Kram. Lustigerweise habe ich letztens rausgefunden, das meiste Geld geht tatsächlich dafür drauf, dass wenn ich für die Pumpnails mal durch die Gegend reise, um schöne Bilder zu machen, ohne das hat. Dafür geht dann meistens der Großteil meines Geldes drauf. Aber ja. Was muss, das muss, ne? Dienen und schützen. Ja, dann verkaufen wir was G-Stocker, ja, toll. Ich bin fast schon gewillt, das Ding zu kaufen. Weißt du was, ich kaufe das jetzt auch einfach. Einfach, weil ich mir dann auch so einen geilen Anzug kaufe, wie der Bau oder Bastel oder Find, wie der Typ. Und dann mich als Mr. Moneypenny hier ausgebe. Kiste mit San Francisco Sunrise. Guck mal eben schnell, wo das ist mit den Ghoulen. Töte einen wilden Ghoul, da müssen wir ganz schön weit nach Süden. Natürlich der einzige Punkt im Süden, wo ich keinen Schnellreisepunkt habe. Ich bin auch ein bisschen durch die Gegend gezogen, der Schnellreisepunkte wegen, damit wir hier mal ein bisschen der Story Gas geben können heute. Weil ich finde, dass ich schon viel nebenbei gemacht habe jetzt und der ein oder andere dabei vielleicht schon eingepennt ist. Und deswegen würde ich sagen, machen wir heute einfach mal einen schönen Story. Ach so, und wer sich gewundert hat, warum mein Haus vorhin so klein war, das liegt daran, dass in Fallout 76 das Ganze so geregelt ist, wenn ich mich auslogge, baut der quasi mein gesamtes Lager ab. Und ich habe das jetzt schon, ich habe schon 4-5 Mal mittlerweile das Haus offscreen nachgebaut, weil ich euch das eigentlich einfach so, weil ich das eigentlich so erhalten haben wollte. Tote Pramine nehme ich mit. Okay, die haben einfach nichts. Und mich hat das furchtbar geärgert, dass das jedes Mal kaputt geht, wenn du dir ein schönes Haus baust. Und jetzt habe ich halt so ein kleines behelfsmäßiges. Ich finde es aber extrem schade eigentlich. Also da müssen sie sich irgendeine Lösung einfallen lassen. Weil das kann meiner Meinung nach so nicht bleiben. Warum sind denn hier alle Pramine tot? Das heißt für gewöhnlich nichts Gutes, weil ein Zug wird hier ja nicht mehr lang gefahren sein. Wäre natürlich lustig, wenn ich jetzt vom Zug überfahren werde. So, zu diesem zurück zu den Grundlagen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch vorbei, einfach über die Aufseherinnen-Quest.
Da möchte ich aber nichts vorweggreifen, deswegen mache ich die Rose Quest erstmal voran. Weil da bin ich über ein Aufseherin-Tagebuch einfach gestolpert und habe die Quest bekommen. Das ist auch was, wo ich ein bisschen als Schwäche sehe bei dem Ganzen. Dass du die Quest quasi extremst abkürzen kannst. Ich gehe davon aus, dass wenn du mit, ich sag mal, mit dem Zweitcharakter weißt, wo diese Bunker sind, dass du direkt zu den Bunkern laufen kannst und da quasi die ganze Geschichte direkt beenden kannst. Was natürlich für Speedrunner wieder super gut ist. Was ich natürlich super langweilig finde. Also ich finde nicht Speedrunner super langweilig, sondern ich finde es halt langweilig, wenn ich die Story abkürzen würde. Speedrunner finde ich eigentlich ganz interessant, gerade in Dark Souls gucke ich mir die gern an. Wenn man zum Beispiel Dark Souls 1 in 1,5 Stunden oder sowas durchspielt, finde ich einfach nur krank. Aber ist trotzdem super cool gemacht. So, jetzt muss ich mal nochmal mich kurz orientieren. Ja, Süden ist okay. Oh, cool. Oh, cool. Haut er ab? Oh, cool, das sind sogar zwei. Gehen wir hier oben lang. Und werden mal aufs Scharfschützengewechseln. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zurückkommen. Ich werde mir aber trotzdem mal kurz in mein Waffenmenü. Ja, ich habe nämlich auch nichts, keine Ahnung, minenmäßig oder so. Rose Injector ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, lieber nicht. Powerrüstung wäre eine Option, die ich anziehen könnte. Aber sie scheinen mich in Ruhe zu lassen. Was schon mal sehr gut ist. Dann habe ich nämlich weniger Stress. So. Schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Da ist tatsächlich nochmal ein Bahnhof. Den gucke ich mir auch gleich an. Oh, der Bär kommt. Oh nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, geh weg! Ey, ich mach ihm halt fast keinen Schaden, ne? Wo ist der jetzt hin? Hau ab! Der ist sogar bloß Level 16. Oh, Moment. Für den Fall, dass er jetzt nochmal kommt, muss ich halt die stärkste Waffe nehmen, die ich hab, sonst ist vorbei. Ich glaube, er hat von mir abgelassen. Nee, er hat nicht von mir abgelassen. Oder? Doch, wie es aussieht, hat er abgelassen. Okay, er haut ab. R und G Processing. Los. Oh. Oh, oh, oh. Ach, geh doch weg. Tatsächlich ganz gerne Nahkampfangriffe. Einfach um Munition zu sparen. Und bei denen bietet sich das auch irgendwie an. Muss jetzt aber trotzdem mal kurz. Tja, die Gourmets würden das jetzt verspeisen. Ich kann sie nicht dazu. So, das war's schon. Aber nee, danke. Noch keinen Rückzieher machen? So oder so wird es Zeit, sich zurückzumelden. Ich gebe die Bale aus, ich weiß schon wegen Google. Nein! Da würde ich. Wo, Problem ist, wenn ich so meine Nahrungsvorräte sehe, könnte es sein, dass ich demnächst den Skill Kannibale schon mir schnappen muss. Aber das sehe ich dann. Alles zu seiner Zeit. Ja, sie haben eine Menge über Raider-Taktiken gelernt und ich muss sagen, die waren alle scheiß. Von hier aus anzuschauen. Waren sie erfolgreich? Scheint so. Sie haben überlebt, oder? Über ihre Belohnung können wir uns unterhalten, wenn sie hier sind. Gut gemacht, sie.
Izzy, danke. Ich bin Izzy. Ist ja aber auch so klassisch in Fallout, ne, dass man selbst keinen Namen hat. Boah, jetzt sind aber viele. Oh, einer. Oh, Red Away verdünnt. Plasma-Kartuschen. Anforderungen eines Abwurfs. Davon habe ich auch mittlerweile so viele. Da sollte ich vielleicht mal den einen oder anderen anfordern. Demnächst. Oh. Garagentor, cool. So, das heilt von alleine. Da bin ich mir sicher. Hier ist scheinbar noch irgendein Questschritt. Aschenbecher. Guck mich hier eben nochmal ganz kurz um. Ist nix. Hier Werkzeugkasten ist nix. Aha. Ah, hier Aufseher-Logbuch. Aufseher-Logbuch, Raketensilo Charlie. Ich kann nun bestätigen, dass die Sicherheitssysteme in allen drei Raketensilos noch voll funktionsfähig sind. Es gibt noch keinen Weg hinein, aber wenn es sein muss, suche ich in ganz Appalachia danach. Okay. Ich leide an Redwürmern. Wieso leide ich jetzt zur Hölle an Redwürmern? Oh, aber ich habe ja Heilmittel. So. Gut. Jetzt muss ich wieder zu Rose zurück. Oh, hier immer noch diesen Questschritt. Ich muss mal kurz nach diesem Questschritt gucken, der interessiert mich jetzt gerade. Ob ich da irgendwo raus? Nee, ne? Mach das Wasser nämlich auch mit. Wo komme ich denn hier wieder raus? Wie bin ich denn hier überhaupt reingekommen? Jetzt mal das hier. Oma, Per, okay, jetzt ist C. Flut. Down. Neuigkeiten, Bekanntmachung. Ja, das ist alles nicht so interessant. Ich will hier raus. Ja, irgendwie stellt es gerade ein kleines Problem dar. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Aufzugstür. Oh, kann es sein? Autorisierung erforderlich. Ach was, hier geht's in das Silo rein. Cool. Wie komme ich jetzt hier raus trotzdem? Also das hier ist Teil dieses Raketensilos wohl, wenn ich das richtig verstehe. Da oben gibt es eine Tür. Für Charlie habe ich aber glaube ich kaum Codes, beziehungsweise gar keine. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss vielleicht nochmal Baupläne einwerfen. Einsatzregeln, Garagentor, Gartengrill, Gehstock, Wasseraufbereiter, Laborwerkbank, Mühe, Radar, bla bla bla, Single Revolver, Wasserpumpe, okay, das habe ich alles. Ich habe, Moment. Sind die denn bei Diverses? Ja, wo waren die denn? Ich habe doch ganz viele gehabt davon, bei Holo sind sie nicht, das weiß ich. Ich habe davon ein paar Stück gehabt, tatsächlich. Waren die bei Holos dabei? Kann doch nicht sein. Hilfsmittel? Wo sind denn die hin? Daten?
Also ich hatte zwei, drei solche wie das Stützpunkt, für den Stützpunkt Alpha hatte ich zwei, drei so. Oder sind die mit dem Update verloren gegangen? Das wäre ja mega beschissen, also wenn die mir die Dinger weggenommen haben durchs Update. Kann doch nicht sein. Aber das finde ich ja echt schwach von Bethesda, wenn sie so vorgehen. Es sind ja schon Atombomben geschickt worden. Und da habe ich ja schon vermutet, weil es ja ursprünglich mal hieß, man kann die erst nach der Story holen oder schießen. Dass das Bugs sind, dass die schon rumliegen. Und ich vermute mal, dass dem so war, dass sie deswegen von jedermann den Code gelöscht haben. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht in Ordnung. So, wir gehen jetzt mal zu Rose zurück. Ich werde euch die Ladesequenz rausschneiden und in der Zeit mal das Ganze kurz googeln. Hallo? Ich möchte da hin. Ja. Also gut, ich habe jetzt gerade Vertibirds. Ja, das hier ist kein Vertibot, das ist definitiv ein Vertibird. Wieso fliegen denn die hier rum? Okay, also irgendwas ist hier gerade komisch. Umhauer, die haben ja auch nichts verloren. Also irgendwas passt hier nicht. Das ist ganz, ganz seltsam. Warum ist denn jetzt hier? Also irgendwas spackt hier ein bisschen. Ich höre aber auch schon wieder was. Okay, jetzt wird's wieder ein bisschen behindert. Weg. Weg, habe ich gesagt. Also diese Typen laufen noch ganz normal rum. Silo-Code-Abschnitt, bravo. So, davon habe ich jetzt wieder einen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die eingelagert werden. Silo Bravo, ja, die haben mir tatsächlich alle meine Code-Teile weggenommen. Also da bin ich jetzt nicht wirklich amused drüber, das finde ich wirklich beschissen. Jetzt mal ganz ohne Witz, Bethesda, wie kann sowas angehen? Absolut inakzeptabel, dafür ist die Ladezeit mittlerweile wieder ein bisschen besser. Letztes Mal war die Ladezeit noch komplett inakzeptabel. Also ich finde es nicht gut, was sie da machen. Das stört mich doch schon sehr jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Meine ganzen Codes sind futsch. Ich hatte 3 Alpha-Codes und 2 Bravo-Codes. Wo ist denn die Olle jetzt? So, da habe ich jetzt kurz niesen müssen. Das war genug Aufregung für einen Tag. Hä, wo sollen die jetzt sein?
Jetzt erzähl mir nicht, dass die Quest schon wieder verbuggt ist. Wenn das jetzt so weitergeht, dann werde ich echt fuchsig ein bisschen demnächst. Weil irgendwo ist auch ein Limit erreicht. Wo ich finde, dass man einfach sagen muss, ey Leute, kriegt mal euren Scheiß in den Griff ein bisschen. Das kann nicht sein, dass bei euch alles so verbuggt ist und das Zeug verloren geht. Kann natürlich auch sein, dass das bloß ein Bug ist im Moment und dass ich mein Zeug beim nächsten Mal einloggen wieder hab, aber das ist nicht, das ist einfach nicht gut. Und das, ich meine, das war ja jetzt schon ein 15 GB Update, ne? Und seit wann sind hier Käfer oben? Okay, immerhin ist das kein Bug. Oh, sie wollen da wohl einfach nur ein bisschen rumsitzen und Platz wegnehmen, oder? Kannst du mir mal nicht auf den Sack gehen, sondern mir sagen, was ich krieg? Warum schauen Sie mich an, als würden Sie was wollen? Ihre Belohnung ist das von mir erhaltene Wissen. Ja, ich hätte gern ein bisschen mehr. Ach, scheiß drauf. Egal. Sie können noch mehr Zeug haben, das hier so rumliegt. Okay. Ich glaube, ich vertraue Ihnen mittlerweile genug, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten. Ja. Meine alten Raider-Kumpels haben ein Versteck mit Schätzen zurückgelassen, als sie verschwanden. Das Problem daran, es ist verschlossen und ich komme nicht rein. Das zweite Problem, niemand hat den anderen genug Diamant vertraut, um irgendjemanden den vollständigen Zugang zum Schatz zu gewähren. Also haben sie den Schlüssel aufgeteilt. Jeder Anführer hatte ein Holoband mit seinem persönlichen Passwort. Finden sie alle, dann kann ich sie kombinieren und den Hauptschlüssel anfertigen. Eigentlich ist das alles viel komplizierter, aber das würden sie nicht verstehen. Danach haben wir Zugang zu den ganzen wundervollen Schätzen. Okay. Wahrscheinlich gebe ich Ihnen sogar einen gerechten Anteil der Beute. Versprochen. Schauen Sie zuerst im Blackwater-Bergwerk nach. Dort haben wir zuletzt von Freddy Lang gehört, der Anführerin der Blackwater-Banditen. Okay. Sie hatte da bestimmt ein Terminal. Könnte einen Blick wert sein. Blackwater. Ich weiß nicht, wo Blackwater war. Blackwater ist das hier? Ja. Also gut. Greenbrier lässt wohl noch ein bisschen auf sich warten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ja gesagt habe, ich mache heute ein bisschen Story. Und das möchte ich natürlich auch durchziehen jetzt mal, wenn es mal klappt. Ich will ehrlich sein. Dass ich sie nur benutzen will, um meine Ziele zu erreichen, das haben wir schon hinter uns. Vielleicht fange ich sogar an, sie zu mögen. Damit sie nicht denken, dass ihre Freundin Rose sich nachsichtig zeigt, lassen sie mich ihnen eine Sache sagen. Falls sie jemals auf die Idee kommen sollten, mich zu hintergehen, weide ich sie mit dieser Säge hier aus und hänge ihre Gedärme wie Lametta auf. Ja, ich sehe die Säge nicht. Es wäre eindrucksvoller, wenn ich die Säge sehen würde. So, schwarzer Diamant. Boah, 83 Schaden. What? Damit fliegst du raus. So, jetzt will ich mal ganz kurz. Moment. Ging das so? Und dann wollte ich die Nahkampfwaffen mal hier haben. So, genau. Das ist nur ein Skischwert, ne? Hat 83 Schaden. Läuft bei dem. Also ich vermute mal, dass ich mich hier durch dieses Lager kämpfen muss. Wäre mir ehrlich gesagt aber lieber, wenn ich es umgehen könnte. Achso, das ist das Raider-Lager, ne? Macht Sinn. Ja gut, dann dürften ja auch bloß Ghule drin sein eigentlich. Supermutanten. Oh, ja, toll. Yay, es hat geklappt. Rubenhauer Handschuh, der war glaube ich auch mal relativ stark. 72, das ist ein Schwert stärker.
sollten jetzt aber erstmal etwas zur Heilung geben. Das war geplant. Absolut geplant, so wie es ist. Oh. Ja, komm. 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 Komm, dann gibt's. Die dir eins über. Was ist denn der jetzt? Diese Grubenhauer sind also, ja. Junge, stirb einfach. Ja, ich bin kein Fan von denen, die sind nämlich so, die sind so krank stark, die halten so ultra viel aus. Oh, Honig. Bergbauhelm brauche ich nicht. 5,56 nehme ich mit, davon habe ich nämlich immer noch wenig. Kann ich hier kochen? So, Fleisch müsste ich doch glaube ich machen können, oder? War da nicht was? Scheinbar kann ich nichts kochen gerade. So, rein hier. Honig! Yay! Honig! Ich bin ja privat gar kein Honig-Fan. Ich finde Honig irgendwie ist so vom, ich weiß nicht, der schmeckt vom Geschmack her so seltsam. Da siehst du nicht noch einmal Honig zu essen. Hier Aluminium nehme ich mit. Selbstgemachter Kleber nehme ich mit. Kann man übrigens aus Gemüsestärke machen. Aber also braucht man noch irgendwas dazu. Ich habe irgendwie aufbereitetes Wasser oder so. Naja. Weiter geht's. Ich nehme übrigens heute wieder in einem durchweg auf, ne? Also nicht wundern, dass es keine Abmod gibt jetzt beim Folgenende. Paddleball-Schnur, okay. Fancy Let's Kuchen nehme ich auch mit. Boah, der hat mich erschreckt. Wo kommt denn der jetzt her? Vor allem wie weit ihm sein Nahkampf geht mit den Stummelärmchen, ey. So, jetzt kann ich erstmal wieder ein Stimpack nehmen. Oh, das war ein Steak, ne? Weißt du was, dann nehme ich erstmal lieber eine Nuka-Cola noch. Wo waren die jetzt? Nuka Cherry. Ja, das muss jetzt erstmal reichen. Und schau mich. Oh, eine Munitionskiste. Blau. Hier geht's hoch. Den nehme ich auch mit. Leider nichts drin. Auch hier ist nichts drin. So, der greift mich nicht an. Seien Sie gegrüßt. Erkennungsfehler, das System ist zurzeit außer Betrieb. Okay. Autorisierung kann erst nach Abschluss des Vorgangs erteilt werden. Hostiger kann nicht so beziehen, können das überhaupt Sie alles gerade nicht. Später erneut. Und Blackwater, sie muss doch wohl.